So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dragon Age Inquisition. So, was erwartet uns hinter dieser Tür? Wir müssen durch diese Tür. Ah, eine Cutscene, ich hab's gewusst. Das hatte ich nicht erwartet. Wozu diente diese Kammer? Wir werden beobachtet. Venavis. Ihr seid anders als die anderen Eindringlinge. Ihr folgt unserem Faden an der Seite von Elvenan oder jenen, die unsere Züge tragen. Ihr tragt das Mal der Magie, das uns vertraut ist. Was ist geschehen? Was ist eure Verbindung zu jenen, die unseren Schlummer zuerst störten? Ich lasse mich nicht mit vorgehaltener Klinge verhören. Gebt euch zu erkennen. Mein Name ist Abelas. Wir sind Behüter mit dem Befehl, all jenen Einhalt zu gebieten, die den heiligen Boden betreten. Wir erwachen nur, um zu kämpfen, um diesen Ort zu bewahren. Und jedes Mal, wenn neue Eindringlinge kommen, schwindet unsere Zahl. Ich weiß, wonach ihr sucht. Wie alle, die vor euch kamen, wollt ihr aus dem Vira Bellasen trinken. Der Ort des Weges der Trauer. Er spricht von der Quelle. Er ist nicht für euch. Er ist für niemanden von euch. Wir wollen euch weder bekämpfen noch euren Tempel bestehlen. Ich glaube euch nicht. Unsere Pflicht ist klar. Niemand wird sich des Vira Bellasen bemächtigen. Selbst wenn ich ihn dazu zerstören muss. Mas'haldina. Nein! Morrigan! Na gut, wenn er nicht will. Wer nicht hören will, der muss füllen. So, gib ihm, gib ihm, gib ihm. So, hoffentlich können wir gegen den Hurensohn da auch noch gleich kämpfen. Wer nicht auf meiner Seite ist, ist ein spezieller Feind. Überhaupt in dem Spiel. Da muss man eh so und so aufpassen, wenn man da als Freund hat. Ob Morrigan jetzt gut ist oder nicht, ja, das ist halt die große Frage. So, Blackwell ist außer Gefecht. Wahnsinn. Dorian macht seinen Job als Zauberer wirklich sehr, sehr gut. Ah, ich mache ihn auch sehr gut. Schatz, ich plünder da einstweilen. Oh, cool. 16 Gold. Na komm, Blackwell. Sehr gut, Dorian. Wie jahrhundertelang haben sie diesen Ort bewacht? Nur um dann ohne triftigen Grund abgeschlachtet zu werden? Wie alt können sie schon gewesen sein, wenn sie so dumm sterben, oder? So, jetzt die Frage, wie wir darauf kommen. Irgendwie müssen wir den Typen ja, glaube ich, verfolgen. Moment, Moment, Moment. Das sind nämlich Türen. Die kann ich nicht benutzen. Da ist was. Ja. Indem du Rituale vollziehst, öffne diese... Wirklich, hätte ich das doch machen sollen. Na. Wegen dem komme ich jetzt nicht weiter, nur weil ich das Ritual nicht gemacht habe. Da geht's aber rein. Okay. Ich bin hier ein bisschen überfragt jetzt. Ah, hier geht's weiter, okay. Ah, da hätte ich nur wahrscheinlich besseren Loot gekriegt, wenn ich das gemacht hätte. Ja, scheiß doch drauf. Ich schau mich da gleich rein bei den ganzen Leuten da. Wir können das jetzt nochmal machen. Der Fokus wird sicherlich nochmal aufgeladen. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Jo, das passt. Da hinten haben wir noch einen. Blackwell ist schon dort. Er visiert ihn zwar an, er greift ihn aber nicht an. Moment, ich mach das schon, Blackwell. Trink du einen Kaffee oder irgend sowas, mal wurscht. So.
Gut, weiter da. Wahrscheinlich da. Jo. Okay. Da. Nein. Ah, da können wir was plündern. Geht's mal weg da. Ah, nur Gold, okay. Ist besser als nix. Ah. Na dann zieh mal deinen Hebel da. So, links und rechts? Na, nur links, okay. Elfenschnösel wollen keine normalen Leute in der Nähe ihrer kostbaren Quelle. Dafür haben wir keine Erfahrungspunkte gekriegt. Das erste Mal, dass wir was gelesen haben und keine Erfahrungspunkte dafür gekriegt haben. So, das geht wieder nur mit Ritual? Doch nicht. Okay. Jetzt kann ich da lang gehen, oder? Achso, da ist eh zu. Okay, das hat so ausgeschaut, als wäre das offen gewesen. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, mir ist eh lieber, wenn es geradlinig ist. So, Moment. Bin schon da, bin schon da. Leg dich mal hier da. So, der Fokus soll sich schneller füllen. Irgendwie glaube ich, dass man langsam... Das gibt's doch nicht. Das ist doch unmöglich. Das gibt's doch nicht. Du sollst dich nicht... Gottes Willen erst. Tatsächlich. Ich bin voll kaputt. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Gehen wir mal ganz zurück. Also nicht ganz zurück, sondern ein bisschen zurück. Vielleicht kommen dann meine Leute. Und dann respawnen neben mir. Nein, tun sie nicht. Na komm, steh auf. Na, es geht so lala. Oh, ich habe ihn geschafft. Jetzt verreckst du. Genau, ja, verreck du. So, jetzt sind's wieder da. Wir bleiben jetzt bei der Sarah. Gott sei Dank hat mich Dorian schon verzaubert. Sehr gut. So, rush durch, Alter. Ah, nimm da das doch mit, da, was da liegt. Wozu drücke ich denn? Boah, ich habe das gerade noch so geschafft. Gott sei Dank. Ah, ich brauche besseres Equipment, glaube ich, für das. Es ist zwar nicht schlecht, ich halte mich gut, aber trotzdem. Auf Dauer wird das nichts. Und es kommt auch nicht so eine scheiß Kiste, dass ich mich auffüllen kann. Da ist was im Wasser, das nehmen wir auch gerne mit.
Ja, sonst gibt's da nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Kiste? Eine Kiste wäre jetzt wirklich angebracht, wo meine ganzen Vorräte drinnen sind. Das wäre jetzt wirklich anbracht. Na, ich hoffe, da kommt noch irgendwas. Ansonsten habe ich den Schlauch. Na, Alter, was soll ich denn da ausrichten? Stimmt's rein? Ja, von draußen schießen geht auch. Die zwei machen das nicht so schlecht. So, Blackwell ist weg. Komm, Dorian, kill ihn. Nein, das gibt's doch nicht. So scheiße. Wieso sind meine Leute so scheiße? Naja, wenigstens geht's schnell zum Laden. Ja, toll, Alter, wirklich. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Naja, Regenerationstrank und Regenerationstrank. Was anderes bleibt mir nicht übrig. So, wir kämpfen trotzdem mit der Sarah. Kommt's jetzt. Da kriegen wir langsam Lebensenergie halt wieder zurück. Seht ihr, wie das langsam so raufgeht. Was anderes fällt mir nicht ein. Wie gesagt, es gibt auch hier keine Kiste. So. Hau raus, was geht. Sehr gut, einer ist schon mal down. So, jetzt bin ich und Dorian wieder nur. Da, das ist... Dorian. Ja, ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, du sollst nicht looten. Du sollst nur durchgehen, bitte. Ja, ich kriege ihn aber weg so. Es ist, ja, es geht, aber es ist nicht wirklich vom Vorteil, glaube ich. Ich glaube, so sollte man das Spiel nicht spielen. Boom! Das war knapp. So, eine geschissene Kiste mit Dingern wäre let's leibern. Wirklich, ich brauche das unbedingt. Bitte, liebes Spiel. Bitte, bitte, bitte. Kann ja nicht wahr sein. Aber wenn man stirbt, ist es wenigstens schnell zum Laden. Wenigstens was. Ist besser als nichts. Ist das euer Ernst? Quelle der Trauer, ein Gemächt des Erbauers. Wie konnte eine solche Magie die Zeit überdauern? Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr da keine Kisten einbaut. Dieser Hunde kann uns nicht aufhalten. Wie gelangt ihr zur Quelle? Aha, okay, Katze. Ihr Bastarde, ihr seid marschiert, habt gekämpft und seid immer noch bereit. Die Kirche weiß nicht, worauf sie verzichtet hat. Samson, Sir, Vorsicht! Inquisitor, ihr seid verflucht weit marschiert. Da marschiert man zum hintersten Winkel der Welt und ihr seid schon da.
Als Anführer der Inquisition reist man zu allerlei interessanten Orten. Diesmal seid ihr zu weit gereist. Korypheus hat mich zweimal auserwählt. Zuerst als General und nun als Gefäß für die Quelle der Trauer. Wisst ihr, was in der Quelle ist? Weisheit. Jene Art von Weisheit, die eine Welt reinigen kann. Ich werde sie Korypheus gewähren, damit er das Nichts auch ohne euren ach so wertvollen Anker betreten kann. Sobald Korypheus derart mächtig ist, werdet ihr und eure Soldaten ihn nur bremsen. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ihr seid Korypheus nicht gewachsen. Selbst wenn ihr aus der Quelle trinkt, werdet ihr ihre Weisheit niemals beherrschen, wie er es kann. Das ist die Kraft, die die Kirche bändigen wollte. Aber wir leben in einer neuen Welt, mit einem neuen Gott. Ich werde Korypheus die Macht der Quelle und euren Kopf bringen auf einem Silbertablett. Zu den Waffen! Na, jetzt sag nicht, dass ich gegen die kämpfen muss. Ich habe ja nichts mehr. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Na gut, mit der Sarah geht's vielleicht noch. So, hau raus, was geht, Sarah. So, nicht wundern, ich habe einen Cut gesetzt. Schaff den Typen nicht. Konzentration, Herzfehler, Konzentration. Ich war einmal ganz knapp war ich dran. So, die sind ganz, ganz wichtig, die geben ihm, glaube ich, diese Macht. So, und dann gibt es noch einen, so einen Champion oder sowas. So, geht's nicht auf den los, geht's auf den da vorne los. Da, dieser berüchtigte Champion ist es. Ist ein absolutes Arschloch. So, jetzt bin ich gefallen. Wo auch immer. So, schauen wir mal, dass wir den wegkriegen. Komm, 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 komm. Irgendwas, ja genau. Sehr gut. Sehr gut, so. So, Blackwell, komm, steh auf. Blackwell, komm, steh auf. Ah, gut. So, und jetzt da ich. So, geht schon, komm. So, Riss. Jetzt schaut's gut aus, jetzt schaut's gut aus. Jetzt leben alle. Und alle klatschen auf ihn ein, Alter. Alles, alles was geht, haut's auf ihn drauf, Alter. Puh, das ist ein Lichtspektakel hier. Passt schon. Trink. Ah, komm jetzt. Du sollst nicht taumeln, Herzfehler. Sehr gut. Sehr gut machst du das, Herzfehler. Sehr gut. So, trink wieder was. Du trinkst auch was. Ihr könnt nicht entkommen. Ah, ich kann nicht entkommen, aber ich kann dich zu Tode klatschen. Keine Angst. Batz, Alter. Komm, gleich nochmal. Ah, scheiße. Weg, 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 weg. Irgendwann muss er auf einmal sich zu drehen da. Jetzt. Vor die Kamera. Die kennt sich nicht mehr aus, die Kamera. So, komm jetzt da. Die letzten paar Millimeter da. Jawohl, ich hab ihn. Ja, doch, ich hab dich. Wo bist du? Ah, da. Okay, er zerschmilzt oder sowas. Okay. Nicht die Quelle. Ihr könnt sie Korypheus nicht entreißen. Ihr dürft nicht... Er atmet noch. Beeindruckend. Wir bringen ihn zur Himmelsfeste und machen ihm den Prozess.
Abelas! Ihr habt seine Abschiedsworte gehört, Inquisitor. Der Elf will die Quelle der Trauer zerstören. Dann ist das Heiligtum jetzt also geplündert. Ihr hättet die Quelle selbst zerstört, wenn ihr gekonnt hättet. Um sie vor euren gierigen Fingern zu bewahren. Es wäre immer noch besser, sie zu verlieren, als sie den Unwürdigen zu überlassen. Na, ihr würdet damit das Erbe eures Volkes in den Schatten verrotten lassen. Korypheus brauchte Samson, um die Quelle zu benutzen. Mit ihm hat er auch das dazu nötige Gefäß verloren. Sobald wir gehen, wird er mehr Truppen schicken, um diesen Ort zu sichern. Diese Quelle gewährt Macht, Inquisitor. Und wenn sich diese Macht gegen Korypheus richten lässt, könnt ihr es euch dann leisten, sie nicht zu nutzen. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt? Ist ein Diener von Mythal am Ende seiner Tage angelangt, gibt er sein Wissen weiter. Hierdurch. Alles, was wir waren, alles, was wir wussten, es wäre für immer verloren. Seht euch um. Alles, was euer Volk einst war, ist längst vergangen. Das ist es. Wozu bleibt ihr dann? Warum erfüllt ihr eine sinnlose Pflicht? Unsere Pflicht ist alles, was bleibt. Jene, die aus dem Virabedasen tranken, bezahlten einen hohen Preis und sind bis in alle Ewigkeit dazu verdammt, Mythal zu dienen. Wollt ihr damit sagen, Mythal war tatsächlich eine Göttin? Für euch macht das keinen Unterschied. Was hättet ihr denn getan? Euch in einer Ecke versteckt? Und was, wenn die Quelle zerstört würde? Oder der ganze Tempel? Wollt ihr unbedingt aus Mitgefühl sterben? Es hätte sicher noch einen anderen Weg gegeben. Korypheus hat die Hand des Elfen ebenso geführt wie die unsere. Gebt ihm die Schuld, wenn ihr wollt. Wie ihr seht, ist der Illuvien unversehrt. Wenigstens in diesem Punkt hatte ich recht. Ist er immer noch eine Gefahr? Kann Korypheus ihn benutzen, um in das Nichts zu reisen? Als ich euch durch meinen mitnahm, sagte ich euch, jeder Illuvien braucht einen Schlüssel. Die Quelle ist der Schlüssel. Nehmt ihre Macht in euch auf. Und Mythals letzter Illuvien ist für Korypheus nicht viel mehr wert als Glas. Ich hätte nicht gedacht, dass die Quelle so hungrig ist. Ich schätze, das könnte ein Problem sein. Wissen erzeugt einen Hunger nach mehr. Ich bin bereit, den Preis zu bezahlen, den die Quelle verlangt. Außerdem bin ich am besten dazu geeignet, ihr Wissen in euren Dienst zu stellen. Von allen Anwesenden habe ich allein die Ausbildung, um mir die Quelle zunutze zu machen. Lasst mich aus ihr trinken, Inquisitor. Wollt ihr das wirklich tun, Morrigan? Wir wissen nicht, was passieren wird. Das stimmt, aber es muss trotzdem getan werden. Ich bin bereit.
Ja, das ist jetzt natürlich ein harter Hund. Ich glaube, ich lasse sie das eher machen. Ich glaube schon. Sie gehört euch. Geht es euch gut? Elassin Selah. Visan. Visanana. Ich bin unversehrt. Es gibt viel zu besprechen. Aber jetzt... Ich habe mir gedacht, die fällt mir ins Kreuz, anscheinend nicht. Das war doch schon eine gute Idee, dass ich ihr das geben habe. Wieso habe ich so blau geleuchtet? Habe ich jetzt die Macht oder was? Habe ich jetzt etwas Neues erlangt? Kommt jetzt noch eine Cutscene? Oder bin ich jetzt einfach nur in der Himmelsfeste und muss zum Ratstisch gehen? Ja, das werden wir gleich erfahren. Nach dem Ladebildschirm. Und es blinkt, 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 blinkt. Das ist unglaublich. Halt nur. Geht ja. Vollbracht. Das musste jetzt so lang. Ah, okay, gut. Das musste jetzt so lang warten. Laden, nur für diese kleine Cutscene. Das ist unglaublich. Als ihr durch diesen Spiegel gegangen seid, sind Korypheus und sein Erzdämon geflohen. Warum, weiß ich nicht. Was er wollte, war nicht mehr im Tempel. Vielleicht. Er hat so lange versucht, in den Tempel zu kommen, dass er seinen Truppen in diesem Moment wohl nicht hätte helfen können. Dann ist Korypheus erledigt? Wenn er klug ist, versteckt er sich, um wieder zu Kräften zu kommen, bevor er erneut angreift. Er wird sich nicht verstecken. Ihr scheint euch eurer Sache ziemlich sicher zu sein. Die Quelle der Trauer war voller Stimmen, die nun über die Zeitalter hinweg mit mir sprechen. Sie kennen Weisheiten und Geheimnisse, die ich nie für möglich gehalten hätte. Aber selbst sie fürchten das, was Korypheus geworden ist. Wir haben seine Armee bezwungen und am Tempel hat ihn Elfenmagie getötet. Er ist nicht unbesiegbar. Das nicht, aber er ist unglaublich mächtig und unsterblich. Trotzdem gibt es einen Weg.
Sein Drache ist nicht wirklich ein Erzdämon, sondern nur ein Drache, den Korypheus mit einem Teil seines Selbst beseelt hat. Zweifellos ein Akt des Stolzes, um es den alten Göttern gleich zu tun. Aber dieser Stolz kann sein Untergang sein. Tötet ihr den Drachen, kann er nicht in andere Körper fahren. Das ist eure Chance, ihn zu töten. Seid ihr sicher, wenn es keine Körper gibt, in die er fahren kann? Ihr geht davon aus, dass seine Macht Grenzen hat. Aber das ist nicht der Fall. Was schlagt ihr dann vor? Es dürfte schwierig werden, den Drachen zu töten, falls wir ihn überhaupt finden. Es gibt einen Weg, den Drachen zu besiegen, um Korypheus ebenbürtig zu sein. Die Quelle flüstert es mir zu. Ich werde eure Hilfe brauchen, Inquisitor. Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid, damit wir anfangen können. Ich organisiere einstweilen die Verteidigung der Himmelsfeste. Morrigan, Richter Samsung Himmelsfeste. Okay. So, wir machen jetzt hier Part Ende. Dann gehen wir nochmal zum Kriegsrat, schauen, dass wir da noch irgendetwas da entwickeln können. Allerdings möchte ich kurz was schauen. Das ist noch immer ein X. Ja, da komme ich nicht durch. Es tut mir leid, ich komme da nicht durch. Na, du sollst nicht ganz rausgehen. Welches war denn das? Smaragdgräber? Ah, da gibt es auch noch ein bisschen was. Da gibt es sogar noch einen Ries. Da habe ich fast gar nichts gemacht. Okay. Wurscht, scheiß drauf. Ihr habt das nie gesehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.